wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Skikanal. Und heute bin ich wieder beim lieben Yannick Chettel, meinem Bootfitter, zu Gast. Servus Yannick. Hi Julian, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, mal wieder hier in Bigge Olsberg in deinem Geschäft zu sein. Und nachdem so viele Follower gefragt hatten, ob wir nicht mal was zum Thema geschäumten Skischuh machen können, müssen wir heute unbedingt mal ein Video zu dem Thema machen. Ich bin selber noch nie gefahren. Ich kenne die ganze Geschichte nur vom Hörensagen und jetzt möchte ich das Ganze selber mal ausprobieren, um euch dann auch eine gute Empfehlung geben zu können. Also ich würde vorschlagen, wir schäumen jetzt mal meinen Innenschuh aus, zeigen euch, wie das geht, und im Anschluss werde ich dann mal den Skischuh auf die Piste legen, um euch dann mein ehrliches Fahrgefühl auch wieder schildern. Und im zweiten Teil werden wir dann auf eure Fragen eingehen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Klingt das nach einem Plan? Das hört sich super an. Als erstes, was machen wir? Wir probieren jetzt zuerst den Innenschuh, ob er auch zu deinem Fuß und zu der Schale passt, weil auch da gibt es unterschiedliche Leistenweiten. Wir haben uns aber dann für einen Innenschuh mit einer Schaumzunge entschieden, weil das einfach von der Kraftübertragung noch mal deutlich besser ist. Und ja, los geht's. Zieh mal beide Schuhe aus und die Skisocken an. So, Skisocken sind an. Yannick, welche Unterschiede gibt es denn eigentlich? Du hast gerade gesagt, wir haben jetzt einen mit einer Zunge, die man schäumen kann. Welche Unterschiede oder welche Arten gibt es? Genau, auch bei einem Schaumschuh gibt es verschiedene Leistenweiten. Wir haben eher einen Schaumschuh für die schmalen Schalen, dann gibt es aber trotzdem auch für den Komfort-Skischuh einen etwas breiteren Leisten. Natürlich auch wieder ganz wichtig deine Einlegesohlen. Das ist das A und O beim Skischuh. Sitzt schon gut. Ja. Aber da passiert jetzt noch was mit, ne? Genau. Du musst dir jetzt quasi vorstellen, die Taschen hier an den Seiten sind leer. Ja? Mhm. Da ist kein Material. Da werden wir aber gleich das Material reinmachen und quasi deinen Innenschuh gießen, dass da dann auch nur deine Fußform reinpasst. Also es ist nachher wie ein Guss für deinen Fuß. Genau, jetzt kleben wir deinen Fuß ab, dass wir hinterher trotzdem noch ein bisschen Komfort in dem Skischuh drin haben. Und zwar auf den Innenknöcheln. Und dass du einfach eine viel bessere Blutversorgung hast und dass es nicht zu eng ist. Was ganz, ganz wichtig ist bei so einem Schaumschuh, jetzt gibt es diese fiesen Zehenboxen auf deine Zehen, dass wir uns die Ferse hinten press in die Ferse reindrücken und dass der Schaum die Ferse nicht nach vorne schiebt, beziehungsweise den ganzen Fuß. Okay, die Schuhe haben wir an. Nun fangen wir an mit dem ersten Teil und schäumen dir einmal die Zunge. Einmal dafür hinstellen bitte. Ich mache jetzt den Schaum. Der läuft quasi von unten nach oben an deinem Fuß vorbei. Was da noch sehr wichtig ist, dass du schön in die Beug- und Streckbewegung reingehst und den Schaum nach oben pumpst. Ja? In der Vorlage stehen bleiben. Stell dich einmal aufrecht hin. Ja, Julian, dann stell dich mal auf den Schäumbock. Von der Breite her genauso, als wenn du gerade in eine Bindung einsteigen würdest. So, dass du einfach schön und angenehm
stehen kannst, hier die beiden Seile, die hältst du bitte in der Hand fest, weil das ist ganz wichtig, wenn der Schaum gleich in den Schuh reinläuft, dass dich der Schaum nicht nach vorne drückt in die Zehenbox, sondern dass du hinten schön den Halt über die ganze Ferse hast. Ja, dann starten wir mit dem eigentlichen Schaumprozess. So, fangen schon mal an. Beugen, strecken, beugen, strecken. Jetzt da der Schaum kommt jetzt. Merkst du schon? Na, jetzt. Also, okay, alles klar. Und nur gerade stehen und ziehen, ziehen, ziehen. Jetzt nach vorne geschossen. Ja, das ist genau richtig. So, und dann drück dich mal so quasi so nach vorne raus. Halt die Schale hinten so fest und dann so. Achso, mit so die Ferse rauslupfen. Ja. Fühlt sich an, als hättest du die Skischuhe noch an, ne? Obwohl es nur der Innenschuh ist. Ja, ist so. So, dann auch mal raus. Das kann ich nicht kaputt machen, ne? Oh, das ist eine Erlösung. Oh, Halleluja. Oh, kannst du auch mal aus den Socken raus, die Aufkleber machen und so weiter. Oh. So, jetzt hast du eh mal ein bisschen Pause. Ja, Innenschuh haben wir fertig geschäumt. Dann gucken wir mal, was du zum Ergebnis sagst. Ja, dann probiere ich den mal an. Yannick, wenn ich jetzt so von vornherein diese Option gewählt hätte, hättest du dann die Außenschale gar nicht fräsen müssen oder anpassen müssen oder muss das trotzdem gemacht werden? Doch, also die Außenschale muss genauso angepasst werden jetzt mit dem Schaumhandschuh oder mit dem ganz normalen Standardliner. Der Unterschied dabei ist halt das, was viele Leute einfach sagen. Sie sagen, der Innenschuh drückt, aber das ist meistens die harte Plastikschale, die drückt. Also die muss, egal ob beim Schaumschuh oder beim Standardinnenschuh, auf jeden Fall angepasst werden. Ja, ist wie angegossen, oder? Ja. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ist jetzt nicht mehr so eng wie eben. Also der ist jetzt dann so gut angepasst, dann muss ich eigentlich gar nicht mehr zumachen, oder? Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Da kannst du quasi einsteigen und du merkst ja selber schon, auch mit dem niedrigsten Schnallendruck, was für ein Mega-Halt. Ja, das fühlt sich gut an. Mega stark. Dann will ich den Schuh jetzt mal auf die Piste legen. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlich bei dir. Wenn ihr auch Interesse an einem geschäumten Innenschuh habt oder allgemein einen neuen Skischuh braucht oder der Skischuh angepasst werden muss, das Canting gemacht werden muss, wie in unserem ersten Video, dann schaut gerne beim Yannick vorbei, hier in Bigge Olsberg. Adresse ist auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was das Fahrgefühl sagt. So, Dalle, jetzt am 2. Oktober sind wir hier am Hintertuxer Gletscher und dann werde ich mal die einzelnen Innenskischuhe im Skischuh testen und euch dann nochmal ein Feedback geben, ob sich das Ganze dann auch rentiert hat. Zuallererst ziehe ich mir jetzt mal den geschäumten Innenschuh an und schau mal, wie sich der Skischuh mit dem Ski dann fahren lässt. Schon ein enges Gefühl. Ich bin mal gespannt, wie sich der Skischuh dann jetzt auf der Piste fahren lässt. Ja, Freunde der gepflegten Skiunterhaltung, ich habe jetzt den geschäumten Innen-Skischuh nicht nur heute getestet, sondern auch mehrere Tage. Ich muss gestehen, dass ich den Skischuh erstmal noch eintragen musste, dass er richtig gut gepasst hat. Der Yannick meint, es brauchst du 3-4 Skitage, bis man den Skischuh, ja, wie er genannt hat, richtig eingeschwitzt hat. Jetzt bin ich aber mal auf den Kontrast gespannt, wie mein alter Innen-Skischuh, mit dem ich auch super zufrieden war, im Vergleich zu dem geschäumten performen kann. Also ziehen wir uns mal den anderen Skischuh an. Auf geht's!
Ja, Freunde der gepflegten Tierunterhaltung, ich bin euch noch ein Fazit schuldig. Und zwar hier zu den geschäumten Innenschuh. Ich bin jetzt beide Setups mehrere Tage gefahren und bin auch beide Setups mal direkt gegeneinander gefahren. Also das hier ist der geschäumte Innenschuh, das ist hier der, der auch von der Bello mitgeliefert wurde. Und ich muss sagen, dass ich einen Unterschied erst gemerkt habe, nachdem ich vorher den geschäumten gefahren bin und im Anschluss dann auf meinen normalen Innenschuh dann wieder gegangen bin. Was war jetzt da der Unterschied? Ich hatte das Gefühl, dass mit dem geschäumten Innenschuh die Bewegungen, die ich ausführe, direkter auf den Ski übertragen wurden und dass ich auch mehr Grip auf der Kante hatte. Generell würde ich einen geschäumten Innenschuh jetzt nach meiner Erfahrung nur empfehlen, wenn man wirklich einen Problemfuß hat, wenn man zum Beispiel eine zu schmale Ferse hat oder irgendwas, dass man keinen guten Halt in einem normalen Schuh hat. Ansonsten wäre ich, glaube ich, nicht bereit, den Aufpreis zu zahlen und würde eher bei dem anderen Innenschuh bleiben, weil, wie gesagt, ich habe den Unterschied erst gemerkt, als ich es gegeneinander gefahren bin. Ja, das war mein Fazit. Ja, wenn ihr Skischuhe braucht, vor allen Dingen von der Bello natürlich, dann schaut gerne beim Yannick Schettel vorbei in Bigge Olsberg, wenn das nicht so weit von euch weg ist. Und vielen Dank an den Yannick, dass er mir überhaupt hier die Möglichkeit gegeben hat, das mal zu testen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, geht an die Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, euer Julian. Ciao.